Als Pokalknaller hat sich Herbert Paul entwickelt, denn er hat das goldene Siegtor im Toto-Pokal gegen Memmingen geschossen. Ja, und jetzt darf er sich zu Recht natürlich auch hier in der Wiesentracht zeigen. Wie fühlt sich's an? Gut, gut. Ja, Tracht gefällt mir immer zu tragen. Bei jeder Möglichkeit, die es gibt, schlüpfe ich da eigentlich rein. Umso schöner, dass man jetzt mal auch eine so mit dem Löwen drauf bekommt. Freue mich drüber. Wie war es denn jetzt so nach dem ja wirklich Herzschlagfinale, dann ja in der letzten Minute dann auch das Tor gemacht? Also ihr seid schon immer auch so für den Herzkasperl gut, hä? Ja, davon lebt der Fußball ja auch so ein bisschen von Emotionen. Und wenn du halt ein Tor in der Nachspielzeit machst, dann ist das immer schön. Ganz egal wo und gegen wen. Ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl gewesen, ja. Habt ihr euch mit den bisherigen Leistungen, egal ob im Toto-Pokal oder auch in der Liga, steht momentan auf Platz 4, habt ihr euch damit mehr oder weniger auch so ein Anrecht erspielt, auf der Wiesn feiern zu dürfen? Der Trainer, der wird das ja honorieren, denke ich doch. Ich habe mir jetzt mal unser Programm für die Wiesn angeschaut. Das ist sehr knackig, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben 4 Spiele. Aber bei jeder Möglichkeit, die es gibt, denke ich, werden wir da schon vorbeischauen. Wir werden auch, denke ich mal, mit der Mannschaft da sein. Die Wiesn ist was ganz Besonderes, einmal im Jahr, vor allem als Münchner und als ein Verein in München. Aber ja, wir werden, wie gesagt, so gut auskosten, wie es uns möglich ist. Gibt es intern einen Wettbewerb, wer der schneidigste Wiesnspieler dann werden wird bei 1860? Wer hätte denn vielleicht so die Nase vorne? Weil du stehst ja wirklich gestanden da. Ja, ich rechne mir da schon gute Chancen aus, muss ich sagen. Aber Adi macht mir, glaube ich, auch gute Konkurrenz da hinten. Ja, aber ich glaube, ja, es steht jedem gut. Und jeder macht da eine gute Figur drin. Vielen Dank. Schöne Zeit.